Und wir haben noch einen Gentleman aus Sachsen für Sie. David ist eigentlich Tierpfleger, aber momentan eher Mama. Und er hat eine ungewöhnliche Mischung von Ziehkindern. Ein Känguru und neuerdings Norbert, ein Eichhörnchen. Ja, langweilig wird's nicht im Tierpark Köthen. Wenn David Schaller-Engelmann die Ration für sein jüngstes Pflegekind abmisst, dann muss er zu den ganz kleinen Messbechern greifen. Hier geht es um Milchportionen im Milliliterbereich. Denn sein Gast trinkt noch nicht ganz so viel. Er heißt Norbert, kein so typischer Eichhörnchenname. Aber welcher Name wäre schon typisch für ein Eichhörnchen? Und ungewöhnlich ist nicht nur der Name. Ungewöhnlich ist es sehr, dass es jetzt schon Eichhörnchenbabys gibt. Wenn es jetzt schon 6, 7 Wochen alt ist, dann können wir ja schon nachrechnen, wann es geboren ist. Und aus dem Nest gefallen ist es, denke ich mal, dass es nicht nur ein Eichhörnchenbaby im Nest war, sondern mehrere und das Nest zu klein. Norbert wäre verhungert, erfroren oder gefressen worden, hätte ihn nicht eine Spaziergängerin gefunden und hinübergerettet in ein Leben voller Hege und Pflege. Im Alltag vom Norbert sieht es so aus, dass es eigentlich fast den ganzen Tag bei mir ist. Das heißt, es ist dann in der Innentasche von der Jacke, wo es auch drin schläft, wo es nicht stört. Alle 2 bis 2,5, 3 Stunden kriegt er jetzt eine Flasche. Und zwar diese kleinen Spritzen hier. Davon trinkt er 4 bis 5. Davon hat er auch einen ganz dicken Bauch. Und Norbert hat sogar einen Stiefbruder, ebenfalls ein Pflegekind von David Schaller-Engelmann, ein Känguru. Einer glücklichen Eichhörnchen-Kindheit, vielleicht ja auch mit ganz besonderem Spielkameraden, steht also nichts mehr im Wege. Ja, niedlich. Weiter geht's hier mit Leute heute. Karen Webb hat Neues aus der Welt der Stars jetzt live aus München. Und wir sehen uns hoffentlich morgen. Bis dann, schönen Abend.